Ja, vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren auf der Tribüne und zu Hause. Herr Kruse, eigentlich ist schon genug auf Sie draufgehauen worden, aber ein letztes möchte ich noch sagen. Ja, tut mir leid. Also, dem Islam vorzuwerfen und den Muslimen vorzuwerfen, dass sie ihre Religion als die einzig wahre Religion propagieren würden, da kann ich nur sagen, bis Dignitatis Humanae hat die katholische Kirche Millionen von Menschen nicht gerade gewaltarm versucht zu bekehren. Und jetzt sich hinzustellen und zu sagen, hey, heute ist alles super und wir haben dazugelernt und die müssen jetzt auch, und zwar sofort. Also ich finde es ganz, ganz schwierig, wenn man Religionen so nebeneinander stellt und so versucht, aufeinander zu hetzen. Herr Kollege, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Professor Dr. Sternberg zulassen? Aber immer doch. Bitte schön. Vielen Dank, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich bin weit davon entfernt, den Islam irgendwelche pauschalen Vorwürfe zu machen. Aber ich möchte Sie bitten, diese Aussage, die Sie gerade getroffen haben, dass Millionen von Menschen durch das Christentum umgekommen wären, auch nur ansatzweise zu belegen. Ich bin Kirchenhistoriker. Es gibt nicht einen Ansatz für einen Beleg, was Sie hier unglaublicherweise behaupten. Bitte schön, Herr Kollege Marschall. Okay, also ich glaube, wir müssen weder über die Kreuzzüge reden, noch müssen wir darüber reden, was christliche Missionare in Südamerika gemacht haben. Wir können uns gerne hinterher zusammensetzen, glaube ich, und nochmal Fallzahlen aufzählen. Ich glaube, dass das hier nicht der richtige Ort dafür ist. Tut mir leid. Ein Wort zu den Imamen. Ja, wir haben ein Problem bei der Ausbildung der Imame. Ja, wir haben ein Problem damit, dass viele Imame importiert sind, dass viele Imame auch im schnellen Wechsel importiert werden. Allerdings, wir wissen auch, das Problem ist bekannt, wir wissen auch, dass wir daran arbeiten müssen. Nur irgendjemand muss diese Lehrinhalte auch entwickeln, irgendjemand muss die Lehrinhalte vorgeben und abstimmen. Und da muss ich jetzt ein Lob aussprechen an die Landesregierung, dass da der Dialog gesucht wird mit den muslimischen Verbänden, nämlich zu einem Punkt zu kommen, wo tatsächlich diese Imame auch ausgebildet werden können, damit sie auch nicht in naher Zukunft, aber mittelfristig irgendwann vorgehalten werden können. Zum Gesamtkonzept. Der Innenminister hat davon geredet, wir brauchen ein Gesamtkonzept. Ein Großteil des Antrags ist ja gut, das hat der Kollege Herrmann ja gerade auch gesagt. Ein Großteil des Antrags und gerade des Beschlussteils, dem kann man ja auch zustimmen. Nur, bei vielen dieser Punkte fehlen uns zwei Dinge, nämlich erstens, wie wird das finanziert, was da steht? Und zweitens, was ist mit der wissenschaftlichen Begleitung? Denn wenn der Innenminister sagt, wir müssen wissen, was ist gut, was läuft gut und was läuft schlecht, dann muss da auch jemand drauf gucken. Und dieser Teil, der fehlt uns in dem Antrag völlig. Noch ein Letztes. Ich gehe davon aus, dass der Antrag gleich angenommen wird mit rot-grüner Mehrheit. Ich möchte Sie darum bitten, dass Sie bei den Punkten, die Sie aufgeführt haben, genau hingucken, dass Sie bei den Punkten genau sich ansehen, was gut läuft und wonach gebessert werden muss. Ich glaube, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wenn Dinge schlecht laufen, dann müssen die abgestoßen werden. Wenn Dinge gut laufen, müssen wir sie unterfüttern. Und ich glaube, da haben Sie dann auch die Unterstützung von mir und von meiner Fraktion. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege.